Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Ich musste mich gerade kurz sortieren, in welcher Sprache ich heute spreche. Ich bin zwar nur ein Babypolyglott, aber ich hatte immerhin drei Sprachen zur Auswahl, in denen ich heute hätte sprechen können. Ich freue mich sehr, hier mit euch zu sein. Und für mich ist diese Situation wahrscheinlich gewohnter als für die meisten anderen, die jetzt von Offline-Expolingua auf Online-Expolingua umstellen mussten. Für mich ist das so, ich wohne online, ich funktioniere hauptsächlich online. Und für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin YouTuberin, mein Name ist Maria Dobrowolska und mein YouTube-Kanal heißt Deutsch mit Maria. Wie der Name schon sagt, ich unterrichte dort Deutsch als Fremdsprache. Deswegen spreche ich heute zu euch in meiner Funktion als Lehrerin, obwohl ich mich ziemlich lange nicht mehr so genannt habe. Ich muss sagen, ich finde es viel cooler, wenn man sich vor einem Publikum vorstellt und sagt, ich bin Maria, EduTuber. Und dann fragen sowieso die meisten, was ist das für ein Ding? Und dann sage ich, EduTuber, das sind die YouTuber, die sich nicht mit Kätzchen oder Gaming beschäftigen, sondern mit Education. Und Education klingt natürlich viel cooler als Bildung, aber auf jeden Fall, ich gehöre zu den Bildungs-YouTubern. Das heißt, wenn zum Beispiel eure Schüler auf YouTube unterwegs sind, dann kann es gut sein, dass sie mich kennen. Ich sage gleich vorab, zum Chat, bevor ich noch ein bisschen was über mich sage. Wenn ihr in den Chat schreibt, dann adressiert die Nachrichten bitte nicht nur an alle Diskussionsteilnehmer, sondern an alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer. Dann sehen das auch die anderen und nicht nur ich. Ich versuche immer so mit dem halben Auge in den Chat zu schauen und ich schaue, dass ich am Ende von meinem Talk, Workshop, wie auch immer, dass ich auf einige eurer Fragen eingehen kann. Ich versuche erstmal ein paar Gedanken zu erzählen zum heutigen Thema und gleich zur Beruhigung an diejenigen, die letztes Jahr schon dabei waren. Ich werde nicht alles eins zu eins wiederholen, was ich letztes Jahr erzählt habe zu den Geheimnissen eines glücklichen Lehrers. Dieses Jahr ist alles anders. Naja, nicht nur wegen Corona. Aber vielleicht auch wegen Corona, weil zum Beispiel viele Lehrer von heute auf morgen gezwungen waren, online zu unterrichten. Und ich spreche aus der Position von jemandem, der seit 4 Jahren ausschließlich online unterrichtet. Ich habe keine Präsenzkurse, keine Offline-Kurse. Ich habe das lange genug gemacht in meinem Leben und insgesamt unterrichte ich seit, also ich glaube, es müssen 20 Jahre sein inzwischen. Das ist schockierend, aber wahr. Ja, warum spreche ich heute zu so einem merkwürdigen Thema? Ich könnte euch auch methodische und didaktische Tipps geben und alles Mögliche, aber das ist ein grundlegendes Thema, das mich wahrscheinlich mehr beschäftigt als alle anderen. Nur kurz nochmal als Hinweis, ich duze grundsätzlich meine Zuschauer und ich würde gerne auch euch duzen. Das ist auf jeden Fall ein respektvolles und kollegiales Du. Ich hoffe, es ist für euch okay. Und ihr wiederum dürft mich natürlich gerne auch duzen, wenn ihr Fragen stellt. Also ich möchte nicht mit Frau Dobrowolska angesprochen werden. Letztendlich heißt mein Kanal auch nicht Deutsch mit Frau Dobrowolska, sondern Deutsch mit Maria. Ja, als ich mit den Veranstaltern von Expolingua dieses Thema besprochen habe, dass ich darüber gerne reden möchte, haben sie natürlich nicht gesagt, dass ich so etwas wie harte Drogen nicht erwähnen darf, wenn es um einen glücklichen Lehrer geht. Das heißt, ich muss ein bisschen improvisieren. Aber ja, ich glaube, das Wichtigste, was ich zu diesem Thema sagen kann, vielleicht erleichtert das den einen oder die andere von euch. Wir können niemandem etwas beibringen. Und jetzt schaltet ihr wahrscheinlich auf einen anderen Vortrag um, weil ich eine merkwürdige Lehrerin bin, die sagt, Lehrer können nichts beibringen. Wie funktioniert denn sowas? Lehrer sind dazu da, um anderen, in diesem Falle Schülern, etwas beizubringen. Ich sage, es ist nicht so. Und an dieser Stelle möchte ich meinen geschätzten
Kollegen, den kanadischen Polyglotten Steve Kaufmann, zitieren, der gesagt hat, Lernen findet nicht im Klassenzimmer statt, Lernen passiert im Kopf. Und wenn ihr euch diesen Satz durch den Kopf gehen lasst, es ist tatsächlich so, es ist ziemlich egal, was wir im Klassenzimmer machen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, ich provoziere gerne, vor allem Lehrer. Aber eigentlich passiert der Lernprozess, den unsere Schüler durchmachen, nach dem Unterricht und vielleicht vor dem Unterricht. Ich könnte sagen, Lehrer, das Wort, kommt aus irgendeiner uralten Sprache und wird übersetzt wie der mit den leuchtenden Augen. Stimmt natürlich nicht, aber mir gefällt dieses Bild sehr. Der mit den leuchtenden Augen. Was macht denn der Lehrer mit den Schülern? Der Lehrer bringt den Schülern nicht Stoff bei. Ich finde, das ist ein furchtbares Wort, das überhaupt nichts mit Unterricht und mit Schule und mit Lehrern zu tun hat. Ich habe Lehramt studiert. Das hätte ich vielleicht noch dazu sagen sollen, bevor ich angefangen habe, auf YouTube ganz leger zu unterrichten, so wie ich das gerne wollte. Die meisten von euch sagen bestimmt, ja, du hast gut reden, ich arbeite in einer Schule, ich muss nach bestimmten Vorschriften unterrichten und so viele Schüler auf einmal und so weiter. Und ich kann mir nicht leisten, sowas Kreatives zu machen, wie du das immer so schön erzählst. In der Tat, ja, es hängt eigentlich nicht davon ab, wo man unterrichtet. Es ist wichtig, mit welcher Absicht man das macht. Was ist dahinter? Und dieses Bild, der Lehrer ist jemand, der leuchtende Augen hat, ist für mich wahnsinnig wichtig, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, an meine Studienzeit und so weiter. An welche Lehrer erinnere ich mich? Und das ist gleichzeitig eine Frage an euch. Überlegt mal, an welche Lehrer aus eurer Schulzeit erinnert ihr euch am besten? Das sind die Lehrer, die Geschichten erzählt haben. Ich hatte in der Uni einen Politikdozenten, der sehr selten irgendwas zu den Themen erzählt hat, was eigentlich im Seminar hätte besprochen werden müssen. Das war Deutsch, ja, das war Deutsch. Es war ein Seminar über die EU und die wichtigsten Organisationen innerhalb der EU. Also sehr, sehr langweilig. Ich habe in diesen Seminaren sehr viele Vampire und Drachen gezeichnet. Aber wenn der Mann angefangen hatte, Geschichten zu erzählen, und er war viele Jahre als Diplomat in verschiedenen Ländern unterwegs, und dann hat er über Afrika erzählt und er hat erzählt, warum er einen Beamtenjob in Brüssel nicht angenommen hat. Und also lauter Geschichten. Und an diese Geschichten erinnere ich mich heute noch. Und das war jemand, der wirklich für sein Fach, für die Dinge, die er erzählt hat, gebrannt hat. Also wenn er Geschichten erzählt hat, man hat sich die Geschichten gemerkt. Und vielleicht habe ich das Faktenwissen vergessen über die Jahre. Aber an diese Persönlichkeit erinnere ich mich heute noch. Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, ist das ähnlich. Und deswegen ist es für mich wichtig zu sagen, also ich habe in meinem ganzen Studium, in jedem Seminar, in jeder Vorlesung gehört, ein Lehrer hat Stoff zu vermitteln. Stoff ist ja das tolle Wort. In Slang bedeutet das zufälligerweise auch Drogen. Aber hier ist natürlich nicht das gemeint. Mit Stoff meine ich Informationen. Wir sind eigentlich dazu da, wir sind ausgebildet, um unsere Schüler mit Informationen, mit Daten, mit Erklärungen zu traktieren. Ich sage, dass es nicht so ist. Und die zweite Sache, die ich im Studium gelernt habe und die ich in meiner Praxis nicht bestätigen kann, im Studium haben sie uns gesagt, du solltest deine Persönlichkeit auf die Seite räumen. Sie ist nicht wichtig. Du als Person bist nicht wichtig. Der Stoff, das, was du unterrichtest, in meinem Fall zum Beispiel deutsche Grammatik, das ist wichtig, aber alles andere interessiert deine Schüler nicht. Und wenn du zu persönlich wirst, wenn du Geschichten aus deiner Biografie erzählst, dann bist du kein professioneller Lehrer. Das kann ich nicht bestätigen. Und immer wenn ich mit Menschen arbeite, und ich arbeite die ganze Zeit und viel mit Menschen, weil ich neben dem YouTube-Kanal noch eine Online-Schule für Deutsch als Fremdsprache habe
Und im Rahmen von unseren Kursen führe ich zahlreiche Gespräche mit Kursteilnehmern durch und ich frage jedes Mal, wer bist du, was machst du, wo willst du hin, was ist dein Ziel? Eigentlich müsste ich das ja nicht tun. Ich müsste einfach sagen, naja, du bist in einem C1-Kurs, jetzt schauen wir mal, welche Grammatik gehört zum C1-Kurs und ja, welcher Wortschatz gehört dazu und das nehmen wir durch. Das bedeutet, wir kauen das Thema nach Thema nach Thema durch und wenn wir alles durchgekaut haben, dann hoffen wir, dass du vorbereitet bist für die Prüfung. Das ist aber nicht so. Es funktioniert nicht, weil die Menschen nicht als ein weißes Blatt Papier in meine Kurse kommen und genauso ist es bei euch. Und ihr könnt mir gerne in den Chat schreiben, wen ihr unterrichtet, also in welchem Kontext und welches Alter vielleicht oder welches Fach auch, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich arbeite hauptsächlich mit Erwachsenen und ich habe gemerkt, dass das Tragische ist, egal in welche Kurse sie kommen, kein Mensch interessiert sich für die Menschen. Sie werden getestet, ihr Sprachniveau wird getestet, dann wird geschaut, in welchen Kurs sie passen. Aber niemand interessiert sich für die Menschen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Kursteilnehmer habe, der 8 andere Sprachen spricht, aber in Deutsch ist er auf Neuland, er muss es erstmal neu lernen, dann kann ich auf keinen Fall mit dieser Person genauso arbeiten, wie mit jemandem, dessen erste Fremdsprache das ist. Da ist jemand, der hat noch gar keine Methodik, er hat keine Ahnung, wie er eine Sprache lernt. Und es gibt jemanden, der 8 Sprachen spricht. Wenn Sie in einem klassischen Klassenzimmer, egal ob Sprachkurs oder irgendwas anderes, nebeneinander sitzen, hat der Lehrer das Problem, wie soll ich mit Ihnen arbeiten? Wenn ich 20 Leute habe und jeder hat seine eigene Geschichte, jeder hat seinen eigenen Background, jeder hat seine Erfahrungen mit der Sprache gemacht oder mit dem anderen Fach, wenn du keine Sprachen unterrichtest, sondern irgendwas anderes. Wie kann man das machen? Und dann kommt Corona. Und die Leute, die Lehrer, die sich niemals freiwillig in den Online-Bereich begeben hätten, müssen plötzlich online unterrichten. Zuerst kommt ein Schock. Dann kommt die Erkenntnis, oh Gott, das ist ja so viel Technik, das habe ich noch nie benutzt, ich kann das gar nicht. Und ja, was passiert als nächstes? Der Unterricht an den allermeisten Schulen, an denen Homeschooling betrieben wurde, wurde eigentlich 1:1 übersetzt in online. Das heißt, das, was der Lehrer stundenlang offline in seinem Klassenzimmer erzählt hat, sollte er jetzt in Zoom oder Teams oder egal in welchem Programm erzählen. Und dann begannen die Lehrer sich zu beschweren und zu sagen, das ist sehr anstrengend, das kann ich nicht, die Schüler können sich nicht konzentrieren, wir können uns selbst nicht konzentrieren. Ja, wo ist das Problem? Ich komme nochmal zurück auf den Satz von Steve Kaufmann. Lernen findet nicht im Klassenzimmer statt. Und da ist eigentlich egal, ob das ein Offline-Klassenzimmer ist oder ein Online-Klassenzimmer. Das Lernen passiert in dem Moment, wenn die Schüler nach Hause gehen oder das Zoom-Fenster zumachen und anfangen, sich Gedanken zu machen darüber, was sie gehört haben. Und es ist, ich behaupte es wirklich rotzfrech, dass es das Wichtigste ist überhaupt, dass ihr euch bewusst seid, dass ihr nicht die Verantwortung dafür tragt, dass die Schüler in diesen 45 Minuten oder 90 Minuten oder wie viel auch immer ihr zur Verfügung gehabt habt, dass die Schüler in dieser Zeit konzentriert möglichst viel Stoff in ihren Schädel bekommen haben. Und ich finde, Stoff ist ein schreckliches Wort. Ich stelle mir da sowas Graues, Unförmiges vor, was wir dann den Schülern verfüttern. Und das machen wir nicht. Wir sind die mit den leuchtenden Augen. Das heißt, wir machen das aus Überzeugung, dass wir die Welt besser machen können. Dadurch, was wir unseren Schülern erzählen, und da ist es völlig egal, wie alt sie sind, ob sie 5 oder 50 sind, es spielt keine Rolle. Das, was wir sagen, prägt die Schüler und
bringt sie auf einen Weg, den sie zwar selbst gehen müssen, wir können sie nicht schieben. Wie ich kann niemandem deutsche Grammatik oder deutschen Wortschatz per USB-Anschluss aus meinem Kopf übertragen. Das geht leider nicht. Aber was ich kann meinen Schülern oder meinen Kursteilnehmern Mut machen und ich kann sie fragen, okay, du lernst jetzt diese Sprache, aber was möchtest du mit ihr machen? Und die meisten fangen an zu erzählen, ja, ich möchte die und die Prüfung ablegen. Das ist mein Ziel. Dann sage ich, nein, das ist kein Ziel. Das ist eine Stufe auf dem Weg zu deinem Ziel. Was möchtest du eigentlich machen? Und dann geht es los. Und bei den Erwachsenen ist es ganz, ganz wichtig, dass man nach dem höchsten Ziel fragt, dass man nicht nur fragt, okay, welche Prüfung legst du ab? Und dann dressieren wir dich für diese Prüfung, wie wir das so häufig machen im klassischen Schulsystem. Wir fragen, was ist dein Ziel? Und sie sagen dann, ich möchte studieren. Ich möchte einen bestimmten Beruf ergreifen. Ich möchte mich selbstständig machen. Das Gute ist, wenn das Ziel hochgesteckt ist, es gibt diesen Spruch, Ziele nach den Sternen. Wenn du sie verfehlst, dann hast du immer noch den Mond oder sowas Ähnliches. Es kann sein, dass ich das jetzt falsch gesagt habe. Aber im Prinzip, wenn du dir sehr hohe Ziele setzt, dann, wenn du diese nicht erreichst, dann erreichst du trotzdem hohe Ziele. Und wenn dein Ziel ungefähr hier ist, wenn du als Lehrer denkst, okay, mein Ziel ist es, das Schuljahr zu überleben, mein Ziel ist es, meinen Schülern Stoff zu vermitteln, also B1, B2, D8, was du willst, dann kommst du damit nicht weit. Und ein Thema, das von allen Lehrern genannt wird, wenn ich Seminare oder Workshops oder irgendwas für Lehrer mache, sie sagen, meine Schüler sind nicht motiviert. Ich frage immer, was haben deine Schüler als Ziel? Naja, sie haben kein Ziel, sie sind in der Schule und ja, das Ziel ist es, dass sie eine gute Note bekommen. Das ist kein Ziel. Man kann auch mit sehr jungen Schülern zum Beispiel schauen, was du alles mit dieser Sprache anfangen kannst. Du kannst damit arbeiten, du kannst in dieser Sprache studieren. Es sind Perspektiven und je weiter und je vielfältiger diese Perspektiven sind, desto motivierter sind die Schüler. Und ich hatte immer ein Problem mit Kollegen, die sagen, na, das interessiert mich ja nicht. Mich interessiert nur mein Fach und ob ich diese Inhalte gut vermittelt habe oder nicht. Die Schüler sind keine Computer, die wir mit Daten füttern und dann sind diese Daten in den Computern gespeichert. So funktioniert es nicht. Aber wir können in den Schülern, wenn ich das jetzt so ein bisschen philosophisch nennen darf, wir können ein Feuer entzünden. Und dieses Feuer hält viel länger an als unser Unterricht, indem wir Inhalte vermittelt haben oder nicht vermittelt haben. Die Schüler erinnern sich am Ende wahrscheinlich nicht daran, was du in deinem Fach erzählt hast, vielleicht ein paar Sachen. Aber sie werden sich erinnern, ob du ihnen Mut gemacht hast, ob du sie motiviert hast, ob du ihnen vielleicht mit dem eigenen Beispiel vorangegangen bist und gesagt hast, hey, ich lerne auch. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Moment, der mir wirklich wichtig ist, auch in meiner beruflichen Tätigkeit. Was sollte ein Lehrer lernen? Und es ist wahrscheinlich eine komische Frage, weil wir sind Lehrer, wir haben studiert, wir haben Praxiserfahrung, wir gehen zu jeder Fortbildung, zu der wir gehen müssen. Aber das ist nicht das, was ich meine. Ich meine, dass ein Lehrer die Verpflichtung hat, vielleicht nicht der Schule gegenüber, aber seinen Schülern gegenüber, sich ständig weiterzubilden. Und damit meine ich nicht die Pflichtveranstaltungen. Ich meine, dass du als Person, als Persönlichkeit dich weiterentwickeln solltest und selbst etwas lernen. Wenn du eine Sprache unterrichtest, überleg mal, wann hast du zuletzt selbst eine Sprache gelernt? Die besten Lehrer sind die, die sagen, oh, wisst ihr was, ich lerne zum Beispiel, ich lerne jetzt Spanisch, mexikanisches Spanisch und ich tue mich wirklich schwer damit, weil ich fünf Sprachen plus minus gleich gut spreche. Und Spanisch ist die sechste. Und meine Anforderungen an mich selbst sind himmelhoch. Und es funktioniert aber nicht so. Und ich nehme mir viel zu wenig Zeit zum Lernen und so weiter. Ich befolge viele meiner Tipps nicht, die ich meinen Zuschauern gebe, aber erzählt es ihnen bitte nicht.
Aber wenn ich das in meinen Kursen erzähle, ich sage, wisst ihr was? Ich habe da eine Technik ausprobiert zum Vokabellernen. Sie hat gut funktioniert. Dann denken sie, aha, okay, also sie kommt jetzt von ihrem hohen Ross runter und sagt, naja, sie hat genau dieselben Erfahrungen gemacht. Und es gibt viele Dinge, die ich persönlich zu Selbstentwicklung zähle. Also ein Lehrer muss eine gewisse Allgemeinbildung haben. Egal welches Fach du unterrichtest, du musst einfach ja, Bescheid wissen, was ist in der Welt passiert. Und je mehr Interessen du hast, je mehr Facetten deine Persönlichkeit hat, desto reicher ist auch deine Lehrerpersönlichkeit. Und es tut mir wirklich leid, dass Lehramtsstudenten in den meisten Ländern lernen, du musst den Stoff vermitteln und deine Persönlichkeit spielt keine Rolle. Du bist einfach nur ein neutraler Lehrkörper. Ich finde das Wort auf Deutsch sehr spannend. Ein Lehrkörper. Das ist die neutrale Bezeichnung für Lehrer. Also, ich habe meinen YouTube-Kanal angefangen, weil ich kein Lehrkörper sein möchte. Ich möchte eine Lehrerpersönlichkeit sein, die mit eigenem Beispiel voranschreitet und die auch über ihre Fehler erzählt. Zum Beispiel, ich habe so viele Kollegen, die sagen, boah, es ist so schlimm, ich habe in einem Deutschkurs einen Fehler gemacht und jetzt denken die Schüler, ich bin total blöd und ich kann keine Grammatik. Dann sage ich, mein Gott, aber wenn du dich als Perfektion positionierst, ist das kein Wunder. Ich habe auch schon Situationen erlebt, wo es wirklich in Krieg endete zwischen den Kursteilnehmern und der Lehrkraft. Die Lehrkraft hat einen Fehler gemacht an der Tafel und hat es nicht gemerkt. Die Schüler haben sich bei der Schulleitung beschwert und es war ganz, ganz dramatisch. Und es waren erwachsene Schüler, also es war eine Sprachschule. Und deswegen sage ich, egal auf welchem Niveau du selbst bist, natürlich sollte zum Beispiel deine Sprache etwas besser sein als die der Schüler. Aber solange du dich als Mensch positionierst und wir wissen, Irren ist menschlich, ist es überhaupt kein Problem, wenn deine Schüler dir eine Frage stellen und du sagst, oh, weißt du, das muss ich selbst nachschlagen. Heutzutage ist das einfach. Ich schaue das bei Google nach oder ich informiere mich sonst irgendwo. Aber es ist kein Drama. Ein Lehrer muss nicht alles wissen. Ein Lehrer muss wissen, wo er die Antworten findet. Und genau das versuche ich meinen Kursteilnehmern zu vermitteln. Du musst nicht wie ein Duden auf zwei Beinen rumlaufen, um Gottes Willen. Aber du musst wissen, wo du die Antwort findest. Und das ist das Wichtigste. Ansonsten im Unterricht sollen so viele Fragen wie möglich gestellt werden. Ich habe auch wieder im Studium gelernt, nein, also die Fragen sollen nicht zu irgendwelchen anderen Themen gestellt werden. Das geht nicht. Heute wird ein bestimmtes Thema behandelt und die Schüler haben sich daran zu halten. Aber der Lernmoment, dieser Funke, also wenn wir wieder mit der Metapher des Feuers operieren, dieser Lernmoment passiert dann, wenn der Schüler eine Frage hat und in diesem Moment braucht er genau dieses Wort und der Lehrer schreibt ihm das Wort an die Tafel. Vielleicht passt das Wort überhaupt nicht zum Thema der Stunde, aber für diesen Schüler war das der Lernmoment. Und die Lernmomente passieren zu völlig unterschiedlichen Zeiten. Und wir können und wir sollten auch nicht denken, diese 45 Minuten, die ich da jetzt als sprechender Kopf in Zoom oder offline auf die Schüler einrede, dass das die Lernzeit ist. Es ist nicht die Lernzeit. Die Lernzeit ist, wenn sie nach Hause kommen. Und ich kann sagen, die beste Belohnung für einen Lehrer ist ein Schüler, egal welchen Alters, der am nächsten Tag in die Schule kommt oder in Zoom und sagt, oh, weißt du was, ich habe die halbe Nacht auf YouTube irgendwelche Videos zu diesem Thema angeschaut und ich habe recherchiert und ich habe hier eine Präsentation vorbereitet, weil ich das Thema so spannend finde. Merkt ihr, welchen Mehrwert so etwas hat? Es sind nicht nur Schüler, die einfach nur einen Test gut geschrieben haben. Es sind Schüler, die dieses Feuer aus dem Unterricht mitgenommen haben und damit etwas weitergemacht haben. Und das ist etwas, was wahrscheinlich der Sinn der ganzen Geschichte ist. Es gibt viele Lehrer, sie sehen sich einfach nur als Lehrkörper, die Stoff vermitteln. Aber ich hoffe sehr, dass alle von euch, die hier anwesend sind,
Vielleicht nächstes Mal, wenn Sie das Wort Stoff im Kontext der Schule hören, vielleicht ein bisschen lächeln und an diesen Abend denken und sich daran erinnern. So, von meiner Seite war das das Wesentliche. Ich würde gerne noch im Chat schauen, ob da noch vielleicht eine Frage war. Wenn ich irgendwas zu eurer konkreten Situation erzählen kann, dann stellt bitte die Fragen jetzt. Ich versuche noch ein paar zu beantworten. Aber ich sehe schon, ihr seid eine sehr bunte Truppe. Das finde ich super. Also ihr unterrichtet ganz verschiedene Sprachen. Ja, Feuer entfachen. Genau, also wenn ihr ein Bild aus diesen 30 Minuten mitnehmen wollt, dann nehmt bitte das Bild. Erstens, Lehrer ist aus einer alten Sprache übersetzt, der mit den leuchtenden Augen. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass mein Licht hier richtig eingerichtet ist, sondern es liegt daran, dass ich wirklich glaube, Lehrer sein muss man wirklich mit Herzblut. Es geht nicht darum, ob du Lehramt studiert hast oder nicht, aber du musst dich aufrichtig für Menschen interessieren. Das ist die wichtigste Voraussetzung. Alles andere kann man lernen. Man kann deutsche Grammatik lernen, um sie dann zu unterrichten. Man kann jedes Fach lernen. Aber wenn du kein Interesse für Menschen hast, dann brauchst du kein Lehrer zu werden. Ist so meine fachliche und persönliche Meinung. Okay. Sehr schön. Ich habe dermaßen alles gesagt, dass ihr mir einfach zustimmt und keine Fragen habt. Also ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Also auf jeden Fall, wenn ihr mehr Inspirationen von mir haben wollt oder meine Videos noch nicht kennt, schaut ruhig auf YouTube unter Deutsch mit Maria auf meinem Kanal vorbei. Ich freue mich immer und ich antworte gewissenhaft auf Kommentare, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt. So, ich glaube, ich schaue noch mal, ob ich irgendwas Wichtiges verpasst habe. Das ist eine schöne Abschlussfrage. Wieso wollte ich eigentlich Lehrerin werden? Also, ich kann dazu sagen, ich wusste nach dem Abi und ich habe in Riga in Lettland mein Abi gemacht. Also für die, die es nicht wissen, Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Und ich hatte keine Ahnung, was ich machen möchte. Ich habe ein Jahr lang Pause gemacht und alle meine Lehrer in der Schule haben gesagt, ja, du hast deine Chancen auf eine Karriere ruiniert. Du hast so ein tolles Deutsch und jetzt hast du deine Chancen ja in der Erde begraben. Ich habe in diesem Jahr Pause gemacht, mich ein bisschen neu sortiert. Ich habe Dänisch gelernt, also nicht gelernt, so dass ich das heute kann, aber damals habe ich mich intensiv mit Dänisch beschäftigt. Ich habe Einrichtungsdesign gelernt, einfach um etwas anderes zu lernen. Und dann habe ich beschlossen, okay, ich möchte Lehrerin werden. Und ich ging an die Uni. In diesem Moment sagten alle meine Lehrer in der Schule, dass ich total verrückt bin. Kein normaler Mensch wird freiwillig Lehrer. Naja, hier bin ich. Ich bin immer noch Lehrerin, auch wenn ich mich hin und wieder als EduTuber bezeichne, was natürlich cooler klingt. Aber ich finde, Lehrer ist ein Beruf, den man wirklich erstens dann machen sollte, wenn man die Berufung dazu hat. Und da finde ich das sehr schön, dass wir in Deutsch diese Unterscheidung haben, Beruf und Berufung. Und ja, man sollte diesen Beruf wählen, wenn man bereit ist, wirklich lebenslang zu lernen. Und ich weiß, lebenslanges Lernen ist heutzutage so ein abgedroschener Begriff. Aber damit ist gemeint, der Lehrer lernt immer etwas dazu. Und vergesst bitte nicht, eure Schüler auch als potenzielle Lehrer zu sein. Sie sind für so viele Dinge Experten und man kann sie auch im Unterricht einbinden und mit entsprechendem Respekt behandeln, als wären das Kollegen. Funktioniert natürlich online genauso wie offline. Ich danke euch vielmals für eure Geduld und für eure Fragen und für eure begeisterten Ausrufe in Caps Lock. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht auch bei der Expo Lingua, bei dem einen oder anderen Event. Morgen gibt es auf jeden Fall noch was mit mir auf Englisch und übermorgen gibt es auch. Und ja, ihr seid ein tolles Publikum. Ich kann das spüren. Ich habe ein Gefühl dafür.